Hallo, schönen guten Abend an all die Spätaufsteher und früh wieder Wachseier oder wie auch immer. Ich bin Meldrian und das ist Empires of the Undergrowth in einem spontanen Livestream, der gegebenenfalls später dann auch noch irgendwie irgendwo veröffentlicht wird. Das weiß ich wie immer noch nicht. Empires of the Undergrowth ist der geistiger Nachfolger des Spiels SimAnt oder SimAnt aus dem schönen Jahr, müsste ich jetzt raten, 1994 oder so, vielleicht auch schon früher, optisch vielleicht auch schon früher. Aber ich habe mir jetzt den Artikel dazu nicht nochmal durchgelesen oder so, es wird schon passen, so um den Dreh. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, gab es seitdem nichts. Ist das eine gottverdammte, das sieht so ein bisschen aus wie eine Amazon Echo, wie so ein Siri-Ding, naja. Es gab, soweit ich weiß, seitdem nichts Vergleichbares. Und dafür haben sich die Entwickler von Slug Disco auch gleich mal, ja, die schönsten Kleider im Schrank angezogen und der ganzen Geschichte ein grafisches Overlay verpasst, das sich sehen lassen kann. Das Ganze noch im Early Access, also wenn ihr irgendwelche Glitches, Fehler oder was auch immer seht, ich habe bisher noch keine gesehen, dann denkt bitte daran, Early Access, früher Zugriff. Und so weiter und so fort. Bisher gibt es noch nicht so viel. Es gibt die Other Modes. Das sind ein paar Alpha-Demo-Levels, die es vorher schon gab. Freeplay und Custom sind im Moment noch ausgegraut. Also da geht scheinbar noch nichts. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ansonsten hat man hier das Formicarium. Das ist wohl die Ameisenfarm, die man spielen kann. Also quasi der Kampagnenmodus. Exit Settings. Und ja, mal kurz. Im Moment gibt es nur Englisch. Paar Infos, nur dass man es mal gesehen hat. Auflösung seht ihr hier mal, Frame Limiter auf 60. Das kriegt ihr, glaube ich, nicht wirklich mit. Ne, ich bin live mit 30 Frames per Second. Alles auf episch. Und ja, ne, was der Tuxedo halt so hergibt. Gut, ich denke, dann sind wir hier fertig. V-Sync ist aus, warum auch immer. Und dann gucken wir uns mal an, was ich bisher so getrieben habe in diesem schönen Spielchen. Was noch nicht funktioniert, continue, ist leider der Online-Speicher. Oder wie man das so schön sagt. Also ich habe das jetzt, spiele es sowohl daheim auf meinem AMD als auch hier auf dem Tuxedo und ich kann nicht von dem einen Speicher auf den anderen zugreifen. Was ein bisschen schade ist. Gerne hätte ich euch, weil da bin ich deutlich weiter bei dem AMD, da kann ich halt auch unter der Woche zocken und hier bin ich halt ja, noch relativ am Anfang. Noch nicht so weit fortgeschritten. Das ist ja also unsere kleine Ameisenfarm. Schön detailliert aufgebaut. Hier diverse Larvenkammern. Das sind, glaube ich, Arbeiter, genau, Arbeitslarven. Und hier ist unsere wunderschöne Königin. Es fehlt nur noch das Krönchen zum Glück. Vielleicht kriegt sie das in späteren Versionen oder späteren Leveln ja noch. Man weiß es nicht, man munkelt's nur. Naja, auf jeden Fall legt die immer schön viele Eier hier überall hin, die sie dann verteilt werden und hier quasi nur darauf warten, dass einer meiner fleißigen Arbeiter bei seiner Tätigkeit von Gegnern angegriffen und zerfleischt wird, damit direkt ein neuer Arbeiter schlüpfen kann und seinen Platz einnehmen kann. 28 von 28, hier oben steht's. Nahrung haben wir ein bisschen was angesammelt. Ansonsten, das ist das Territorium, was ich noch graben darf. Im Moment darf ich nicht graben, denn mir fehlen die Territoriumspunkte. Und ein bisschen Royal Jelly, also königliches Gelee, um mich fortzuentwickeln, habe ich auch, aber im Moment eignet sich oder bietet sich eigentlich nichts an, beziehungsweise ich spare auf die Schwarzameisen, auf diese hier. So. Gut, dann, ja, also man wird beobachtet, das Ganze ist so ein wissenschaftliches Experiment. Man wird beobachtet von zwei völlig debilen Biologen scheinbar, die einem so ein bisschen, ja, minder gut gewidmet ans Leder wollen, habe ich so manchmal das Gefühl. Also, ne, irgendwie, vielleicht später dazu mehr. Und ab und an hört man die mal blubbern, gerade dann, wenn das Spiel irgendwie einen Fortschritt macht. Jetzt im Moment sind sie still. Kein Wunder, jetzt im Moment passiert ja auch nicht viel. Und ich würde einfach mal sagen, man kann sich beweisen, diese eigene Kolonie, indem man hier oben diesen ja, den Level-Selector auswählt. Im Moment gibt es diese zwei Level von Anfang an. Und wenn man die beide einmal geschafft hat, kann man hier diese Formicarium-Challenge angehen. Danach werden hier oben die Level freigeschaltet.
Und dann gibt es eine zweite Challenge. Ich möchte, so viel Transparenz muss sein an der Stelle. Das hier oben habe ich noch nie gesehen. Also ich kam bisher über die erste Challenge nicht heraus, herüber. Wie auch immer. Wir spielen New Home. Nee, die habe ich, glaube ich, schon geschafft. Wir spielen Subjugation, wie auch immer, auf einfach, weil ich ein extrem einfaches Gemüt bin. Und ja, in dem Moment kommt man weg von der eigenen Kolonie hin zu, in diesem Fall, einem Holzklotz. Ist es wohl? Soll wohl ein Holzklotz sein? Und der Sprecher setzt ein. Above ground, a nearby colony of Formica sanguinea slave-maker ants are on the lookout for would-be victims. These ants specialize in stealing larvae from neighboring nests and raising them as their own. If the black ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. So, also mir wurde quasi gerade durch den Sprecher gesagt, ein benachbarter Ameisenstamm, Slave-maker Ants, ist an der Oberfläche und die werden mich von Zeit zu Zeit. Die werden mich von Zeit zu Zeit angreifen und werden versuchen, bei mir Larven zu klauen. Das kann man, gerade auf einfach, kann man das relativ gut verhindern. Aber wenn es mir gleich beim ersten Mal nicht gelingt, seid mir bitte nicht böse drum. Ich tue hier mein Bestes. Man will ja schließlich einigermaßen gut aussehen. In dieser Mission kann ich persönlich nicht an die Oberfläche. Also ihr habt vielleicht eben gesehen, ich konnte eben zwischen Oberfläche und eigener Siedlung wechseln. Das ist mir hier nicht vergönnt. Ist nicht drinne. Ich habe jetzt quasi hier einen kleinen Futterplatz angelegt, den ich auch upgraden kann, damit noch mehr Futter gespeichert werden kann. Und hier drüben habe ich angefangen, ein Brutschleim oder nee, das ist Black Ant Nursery Tile. Also ein ja, Bauabschnitt für die Schwarzameise, für die Kämpfer-Schwarzameise anzulegen. Je mehr, desto besser. Auch diese Dinger kann man upgraden. In dem Moment werden Einheiten, die dort schlüpfen, ein bisschen resistenter und widerstandsfähiger, als sie es auf Stufe 0 waren, quasi. Hier unten kann man wunderbar die Leute mal ein bisschen hin und her scheuchen. Oh, da habe ich wahrhaftig eine Arbeit. Upsala, da habe ich mich verklickt. Naja, stört mich jetzt auch nicht. Kein Ding. Wum, wum. Früher oder später werden wir hier. Also, man sieht hier diese kleinen Ausrufezeichen. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Das sind Spinnen. Das ist richtig gemein. Das sind so richtig fixe kleine Mistviecher, die nichts Besseres zu tun haben, als aus ihren Nestern rauszuschießen, sich eine meiner Ameisen zu krallen. Also, one shot, one kill. Und sich wieder zu verpieseln. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber wenn man mit genug Ameisen auf sie eindrischt, dann erledigt sich das auch relativ schnell. So, und ich habe mich gerade spontan dafür entschlossen, hier eher auf Arbeiter zu setzen. Ja. Ja, weil ihr das nicht auf die Kette kriegt, hier oben das Zeug einzusammeln. Man kann so Pheromone setzen, das ist eigentlich ganz lustig. Also es wird hier, Wegpunkte werden hier mit Pheromonen dargestellt. Man sieht diese kleine Dampfwolke, die da aufsteigt. Und dann wird diese Gruppe, dessen Pheromon man setzt, für die geht das nicht, das ist die Nestgruppe, die bleibt immer hier so. Und aber für die anderen, wenn die quasi dann dahin gelotst und in der Hoffnung, dass sie dann das tun, für was sie eigentlich da sind, nämlich arbeiten. So, da nochmal zwei. Irgendwann gleich dürfte dann auch der erste Angriff erscheinen, hier rüber. So, haben wir da schon mal ein paar Ameisen mehr. Und dann müssen wir uns mal ans Graben machen, die erste Spinne besuchen. Ich glaube, hier runter kann ich noch relativ unbehelligt, weil die Spinnen erst hier unten sind. Also in dem Moment, wenn man das quasi freigegraben hat, dann sind halt die Ameisen, dann läuft immer mal eine Ameise hin, um mal zu gucken, was da so abgeht. Und dann werden die halt einfach mal ganz fricks weggesnackt. Deswegen einfach so lange, wie es geht, versuchen, keinen Kontakt mit der Stelle zu haben. Sagte er und gräbt sich immer weiter vor. Aber es geht schon. Bisschen Nahrung.
Fragezeichen sind meistens neutrale Futtereinheiten, also Einheiten, die einem keine Schwierigkeiten beschaffen, Kellerasseln oder Larven oder was auch immer. Und Ausrufezeichen sind ja, Einheiten, die sich wehren, welcher Art und Weise auch immer. Das gilt es in dem Moment herauszufinden. So, keine Ahnung. Kramen uns mal hier rüber. Pom pom. Sigestria Florentina, a funnel web spider. She is large, fast, and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is carpeted by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any ant that strays too close will be snapped away in the blink of an eye. So, also er hat uns gerade auch nochmal vor der bösen Spinne, die hier haust, gewarnt. Und die, wenn sie Bock hätte, einfach so einen wegsnacken kann. So oder so ähnlich. Ja, auch im Englischen benutzt er das Wort wegsnacken. Mhm. Davon bin ich relativ überzeugt. Wir versuchen uns einfach mal an einem Angriff. Und zack, da ist die erste tot. Zack, da ist die zweite tot. Und jetzt muss ich denen sagen, dass sie bitte aufhören sollen, Nahrung zu transportieren. Weil das sonst versuchen sie die ganze Zeit, Nahrung zu transportieren, statt die Spinne zu töten. Und schon ist sie tot. She won't be causing any more trouble for the colony. Her sisters, however, still present a problem. Also er sagt mir gerade schon, das war nicht die einzige, es gibt noch weitere lustige Spinnen, aber auf sehr, sehr einfach lassen die sich unglaublich schnell killen, habe ich gerade festgestellt. Was ist das denn jetzt hier? Wo habe ich mich denn jetzt hier reingegraben? Ach, du lieber Gott. So, dann machen wir gleich mal Nägel mit Köppen. A sanguineous scout has sensed the presence of the black ants. A raid on the colony is now inevitable. So, und gleich geht's ab. Remains as to whether they will merely pillage a generation of young or wipe out the colony. Oh, super. Toll. Der Scout. Der Scout hat direkt eine Einheit geklaut. Klasse. Und wurde nicht aufgehalten, weil die gerade alle hier oben rumspringen bei den Spinnen. Ja, dumm gelaufen. Ich bin auch gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich nicht eher hier zurückhaltend bleiben sollte? Ach nö, 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 volles Risiko. Was soll schon passieren? Ja, wie ich schon im Text auf Holase erwählt habe, ist es nämlich so, dass man in den Missionen, in den Leveln, keine Möglichkeit hat zu speichern. Das heißt, jeden Fehler, den man hier macht, jedes Mal, wenn man einen Anruf zu früh startet oder die Basis falsch verteidigt, macht man das genau einmal. Und dann fängt man wieder von vorne an. Hm, das ist weniger gut. Beziehungsweise, ja, sehr, sehr schlecht eigentlich. Da das, wenn man das 2, 3, 4, 5 Mal passiert und nicht unmittelbar am Anfang, sondern im späteren Verlauf des Spiels, doch etwas frustrierend werden kann. Auch für geübte Spieler. Außer man ist natürlich an derlei Spielart und Weise gewöhnt, dann möchte ich nicht ausschließen, dass man da einfach ja, drüber hinweg sieht. Hier oben das anzulegen war übrigens extrem blöd, denn die kommen ja hier raus, schnappen sich hier ein Ei und fliegen und hauen wieder ab. Also wenn ihr das Spiel besitzt und das irgendwann mal spielen solltet, dann jo, seht zu, dass ihr irgendwie die Larven möglichst weit weg vom Eingang. Kein Quatsch. Das da sollt ihr machen. Tu's. Damit ich da oben upgraden kann. Man kann nämlich immer nur upgraden, wenn diese Punktzahl erreicht ist. Und, ja. Das war sie gerade nicht. Aber jetzt ist sie's. Wenn die übrigens angreifen, kriege ich hier oben so eine Anzeige. Raid vorausstehend oder wie auch immer. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich verpasse hier irgendwas. Außer halt dieser blöde Scout eben. Der hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. So, noch ein paar Arbeiter. Also ihr seht, das Missionsziel in dieser Mission ist, jetzt kommt ein Raid, ist 32 Arbeiter, also noch, und ein paar Soldaten zu haben. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt auf die Kette kriegen, innerhalb der nächsten 13 Sekunden sich alle hier vorne zu versammeln. Das sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. In der Hoffnung, dass sie dann auch den Angreifer wegblocken
können. Wer hat mich denn da im IRC getriggert? Da kann ich doch gerade nicht gucken. So, zack, die werden direkt angegriffen. Das ist, die haben immer so Sprinter, die an allem vorbeilaufen. Ich glaube, da war diesmal keiner dabei oder er kam nicht durch. Die dann die Eier klauen und dann so ein paar Leute, die halt hier vorne für Ablenkung sorgen. Das, wie gesagt, wir spielen aber auch auf sehr einfach, von daher. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass wir das jetzt einfach wegrocken. Ganz das Review einfach. Habe ich doch gemacht? Ist doch alles schon gemacht, Chefchen. Alles schon in trockenen Tüchern. Ich habe gerade überlegen, ob ich die um den Pool auflöse. Der gefällt mir da an der Stelle irgendwie nicht so ganz. Hier ist auch schon alles tot. Dann teilen wir euch mal auf in zwei Gruppen. Eine darf hier räumen. Und die Soldatinos gehen bitte hier hin. Ne, dahin. Und ihr geht dahin. So, so rum was. Ich denke mal, das reicht, wenn die Kämpfer allein gegen die Spinne kämpfen. Kämpfer, die gegen Spinnen kämpfen. Und hier oben kann man eigentlich noch ein bisschen Arbeiter. Man kann nie genügend Arbeiter haben. So. Oh. Das war's? Ja, Spinne tot. Alle glücklich. Ist ja eigentlich unhöflich. Ich müsste dem Chef ja zumindest mal antworten. Kleinen Moment. Smartphone sei Dank. So, okay. Die können, glaube ich, auch da weg. Da gibt es keinen Gegner mehr zu bekämpfen. Und, nee, der Quatsch, die haben ja die Nahrung geholt. Ich nehme mal das zurück. Ihr dürft da weiter rumcruisen. Und dann müssen wir mal irgendwie hier neue Ländereien erschnüffeln. Komm, macht mal hier irgendwo ein bisschen die Lampen an. Denn wir brauchen Platz. There are intruders in the nest. Was? Ah ja, okay, da ist noch eine Spinne. Ja. Ich komme ja schon. Ich schicke ja schon meine Jungs. Jetzt habe ich natürlich gleich hier so ein vertikal 1 Million Frontenkrieg aufgerissen. Ist aber nicht so schlimm. Außer natürlich, jetzt kommt auch noch ein Raid. Dann ist das schlimm. So, kommt alle nach Hause. Und ich überlege mir, ich glaube, ich baue einfach hier, ganz stumpf, noch 12 Arbeitsdinger. Oder hier. Hier kann ich auch bauen. 1, 2, 3. So. Gleich spiele ich noch hier unten, nach dem Raid. Raid! Also jetzt, es wuselt schon ganz gut, ne? Also so im Spiel, es werden nicht weniger Ameisen, also irgendwann ist der Bildschirm auch voll. So, das hat ja extrem gut geklappt. Alles klärchen. Abgewehrt. Bärchen. The raiding party was no match for the valiant defenders. No match. The brood remains safe. For now. Ja, so ein kleiner Optimist, der Sprecher. For now. So, ich will da was bauen. Sehr gut. Hat funktioniert. So, dann jetzt. Wo sind die Spinnen? Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Bitte einmal hier hochgehen und... ja. Einfach mal morden. Morden ist schön. Einfach mal morden. Tod. Nur eine Totterspinne ist eine gute Spinne. Da kann man jemand die Nahrung abholen und der Angriffstrupp kann eigentlich gleich hier runtergehen und da auch noch ein bisschen aufräumen. Aufräume. Ein bisschen mehr Fläche graben. Da wurde gerade irgendwo eine Ameise weggesnackt. Wo wurde eine Ameise weggesnackt? Okay. Das hat sich schon erledigt. Könnte auch mal auf die andere Seite gehen. Finde ich eigentlich ganz cool, wie dann auch das Nest sich so ein bisschen auflöst. Ihr braucht keine Nahrung schleppen. Ihr sollt die Spinne tot machen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Kein Applaus. Danke. Okay. Ihr macht das, ne? Ihr habt das unten im Griff. Ihr seid quasi die Brains unter den Ameisen. Ups, da nicht. So. Mal hier ein bisschen vergrößern. Also, genug schwarze Arbeiter haben wir schon. Schwarze Ameisenarbeiter. Und jetzt brauche ich noch Soldatenameisen. Bam, 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 bam.
Kann ich entweder basteln, neue Felder, oder Felder auftune. Von daher bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. So, ein Arbeitstrupp nochmal hier runter und ein anderer. Achso, ihr habt hier hinten schon aufgeräumt. Gut. Puh, weiß nicht, ist nichts mehr da. Wir müssten mal irgendwo angreifen tun. Plopp. Schon wieder zu viel. Also auf einfach ist halt echt einfach. Ja, ja. Oh, ein Reit. So, ein Reit. Oh, die eine Gruppe habe ich gar nicht abgezogen. Das ist natürlich auch eher dilettantisch. Naja. So, alle zurück. Alle an den Eingang. Oh. Ja, weggesnackt. Warte du nur ab, Freundchen. Warte du nur ab, bis der Raid vorbei ist. Dann ist die Achterbahn. Dann gibt's, Zicke, zacke, zicke, zacke. So, und diesmal. Guck sie dir an, wie sie einfach versuchen vorbeizulaufen, diese Feigen. Da. Zack und bam. Auf den Sack. War's das? Ja, supi. For now. Nein? Kein For now? Oder habe ich das gerade übertönt? Na egal. So, hier. Spinne. Spinnefeind. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Spinne. Zack. Sehr schön. Vielen Dank für die Mitarbeit. Was ist das denn? Da komme ich gar nicht hin. There are intruders in the nest. Jo, jo, jo. Das passt schon. Die Sache hier zu Ende bringen. Bisschen was. Ding. Mein Food Store ist voll. Ja, dann. Das muss mir doch jemand sagen. Dann kann ich doch hier einfach mal. Ein Mensch in der 4. Dimension ist unangreifbar. Ein paar Felder auftunen. Und noch ein paar Ameisen dabei holen. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Und da, da, da. Und da, und da. So, hoffentlich war das jetzt nicht ein bisschen zu viel. Nee, da liegt noch Zeug. Ich brauch Zeug. Alles richtig gemacht. 6, 5. Also ich denke mal, das Missionsziel haben wir gleich erreicht. Dann kommt noch ein Final Raid, den es noch abzuwehren gilt. Und dann sind wir ja auch schon fertig. Ich denke mal, da kommt nicht mehr so viel. Auf einfach lässt sich das Spiel eigentlich ganz gut durchrocken. Aber mit steigendem Schwierigkeitsfaktor. Ja. Steigt der Schwierigkeitsfaktor, man mag es kaum glauben. Nee, also es wird irgendwann richtig, richtig knifflig. Ich selbst habe daran schon verzagt. Und mir die Zähne ausgebissen. Das war eher nicht so schön. Wie gesagt, und dann halt wirklich schmerzhaft vermisse ich die Option, in diesen Zwischenmissionen zu speichern. Das ist, ja, nicht so wirklich mein Favorit an Gameplay. Es ist, wie es immer ist im Leben. Ich mag das nicht so, wenn alles plötzlich Konsequenzen hat und unumgänglich ist. Quasi, dann kann ich auch im echten Leben bleiben. Dann muss ich ja nicht irgendwie hier Spiele spielen. Spiele doch Spiele, damit ich laden und speichern kann. So, nächster Raid. Bitte mal wegblocken. Haben wir alle? Ich denke schon. Ich brauche immer noch 3 Einheiten. Brauche ich noch 3. Bam, 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 bam. So. Stores are full. Schon wieder? Ich habe doch gerade erst alles ausgegeben. Ihr seid mir zu krass. The workers have done all they can to prepare this brood. Ja, ja. There is no respite from the culling. The sanguinia will subjugate. Ui, da laufen sie einfach durch. An, sogar an meiner Königin vorbei. Die Königin ist unglaublich verletzlich. Sie ist dick und verletzlich, hieß es in der ersten Mission. Zack. So, das war's. Mission durch. Schön. Oh, mein Stream ist gerade. Da bin ich wieder. Komisch. Yeah. Choose a reward for your
for Mecarium. Jetzt kann man sagen Extra Territory, was ich ein bisschen schwachsinnig finde. Extra Food ist noch viel, viel schwachsinniger, denn es wird immer wieder mehr so reingeschmissen. Aber Royal Jelly wollen wir natürlich haben. Und von ursprünglich 48, die wir kriegen, kriegen wir jetzt stattdessen 68. Und das akzeptieren wir natürlich mit Freuden. Jetzt können wir das Ganze weiterspielen, was keinen Sinn hat, glaube ich. Oder das Level beenden, was wir jetzt tun werden. Wunderbärchen. Return to Famicarion. Formicarium? Wenn man schnell genug ausspricht, ist es nicht falsch. Das ist ganz wichtig im Englischen. Man muss nur schnell genug sprechen. So, und da... The Queen's exhibiting interesting new behaviors. Oh Mann. I believe the colony is beginning to adapt. Diese Stimmen, ne? Das ist... das ist so typisch, dieses geekig, hochgestochene... Wir sind Wissenschaftler, wir haben voll die Ahnung. Das ist schon richtig schön klischeehaft. Treffer versenkt. Ja, wie gesagt, Mission ist durch. Bisschen Nahrung bekommen, neue Viecher reingesetzt bekommen, die jetzt gejagt werden können. Die armen Kellerasseln haben auch keinen was getan, ne? Liegst unter deinem Stein, chillst, freust dich dein Leben in völliger Dunkelheit und Feuchtigkeit und auf einmal geht der Stein hoch und so ein Arschloch im weißen Kittel packt dich und schmeißt dich in eine Ameisenkolonie und du weißt genau, Game over, Baby. Guck mal, wie diese die Fühler anlegt. Die weiß genau, was gerade passiert. Ich kann es gar nicht mehr ansehen. Nein, ich kann gar nicht noch weiter ranzoomen. Ist eigentlich schade. Ich würde gerne noch mal so ein paar Meter ran. Ah, ihr habt das bald? Auf jetzt. Geht doch. So. Kann geerntet werden. 440 Nahrungseinheiten. Apropos geerntet werden. Kann ich jetzt... Ja, jetzt kann ich mir die Black Ants kaufen. Denn ich habe 114 Jelly. Confirm Purchase. Ja, natürlich. Und auf Tune können wir die auch gleich. Da ist noch ein bisschen was übrig. Ja. Aber nur um... Nein, um 2 Level sogar. Bam, machen wir das doch. So, also haben wir jetzt quasi den gleichen... Sachstand wie eben in der Mission. Heißt, wir haben quasi jetzt... Arbeitseinheiten, die hier, und können jetzt eine weitere Ameisengattung hinzuholen, nämlich diese schwarzen Kampfameisen, wie auch immer. So, Nahrung haben wir auch ausreichend, das heißt, wir können jetzt hier einfach mal aufdrehen und die Dinger platzieren. Wir dürfen auch wieder 19... Finally, we have the opportunity to observe multiple species within the same colony. Fascinating. Was wollte ich sagen, bevor ich rabiat und doch bestimmt unterbrochen wurde? Ich vergessen. Weiß ich nicht. Ist weg. Danke, liebes Wissenschaftlerteam, für die Sabotage. Ich liebe euch. Küsschen. Gut. Also dann, wir dürfen ein neues Territorium ergraben, was ich gerade tue. Und dann wird auch direkt jetzt nochmal ein bisschen hier... Ein paar Kampfameisen beigeholt und dann schauen wir uns auch nochmal die Herausforderung an. Wenn die Nahrung von draußen reingeholt ist, komplett, weil die braucht man. Man braucht unglaublich viele Nahrungsvorräte, um diese blöden Herausforderungen zu bestehen. Weil einfach Nahrung wird halt dazu auch benötigt, wie erwähnt, glaube ich schon, um halt Einheiten zu reproduzieren. Und wenn die Nahrung aus ist, kommt keine Einheit mehr nach. Das heißt, wenn die Ameisen dann gekillt werden, sind die halt wirklich weg. Und dann wird man überrannt und das ist dann immer weniger schön. Aber hier kann man wenigstens speichern. So. Grandioso, Fabrioso. Gut, wir dürfen... Ich darf auch nur noch eine einzige weitere Einheit hinzubekommen. Die kriegt einen Ehrenplatz. Und zwar da. Und wird auch eine Kampfameise. Wenn ihr so freundlich wärt... Irgendjemand? Ah, da kommt jemand angeschissen. Vielen Dank. Grums. Gut. Jetzt kann ich auch gar keine Dinger mehr bauen, ne? Ja, nee. Maximum Population, okay. Habe ich die schon getunt? Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich hier die Wand einreiße und das Ganze zu einem großen Raum verschmelzen lasse. Dann könnte ich die nämlich besser aufdröseln. Ich habe die schon getunt. Ich mache das aber trotzdem. Ah, I have not enough territory points. Okay. Wie viel brauche ich denn da? 1, 2, 3, 4.
Die müssen leider ganz weg. Das ist zwar alles andere als kostenneutral, was ich hier gerade mache. Das ist eher so ein Minusgeschäft, aber ich habe die Hoffnung, dann mehr höherwertige Viecher rauszubekommen. So, das sind normale Arbeiter. So. Denn beschnitten ist man auf 50 Einheiten, aber man kann die hochtunen. Beliebig. Also man kann, wenn man das hier richtig schön managt, kann man halt einfach mal ganz gepflegt da ein paar Level 3er draus machen. Also die sind auch ein bisschen größer, wie man unschwer erkennen kann. So, was sind meine Nahrungsvorräte? Noch 800 Batsch. Joa. So, das ist jetzt alles hier Level 3, das ist Maximum. Und wie unschwer zu erkennen ist, war das eben in der anderen Baukonstruktion nicht der Fall. Da hatte ich drei Felder auf Maximum und jetzt sind es halt einfach mal ein paar mehr. Gut. Ja, das wirft eigentlich die Frage auf, ob ich das hier nicht irgendwie... Aber jetzt kann ich nicht mehr graben. Einmal gegraben ist einmal gegraben. Das kriege ich jetzt nicht mehr weggebacken. Ja, gut mitgedacht. Gut mitgedacht. Nämlich überhaupt nicht. Das hätte ich auch eher so machen sollen. Ist denn noch Nahrung da? Nee, die gehen schon als... Ach, ihr seid so doof. Da, Freunde. Da. Aber jetzt kann ich natürlich nur noch den ganzen Trupp losschicken. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt kann ich die nur noch als hier 21 Einheiten als Ganzes durch die Gegend jagen und nicht mehr irgendwie vereinzelte Aufgaben zuordnen. Aber ich denke, auch damit kommen wir irgendwie zurecht. Es gibt Schlimmeres. Dann kann ich mal hier die Kampfameisen auf die 7, auf die 3 legen. So. Ist das gut oder ist das gut? Gut ist das. Dann kommen alle wieder heim. Schön. Schön. Super schön. So. Eigentlich würde ich jetzt noch eine Mission spielen, um noch mehr lustige Genpunkte zu kriegen, um halt den hier Defensive und diese Abilities zuschustern zu können. Die kosten nämlich auch nochmal ein bisschen was. 40 allein diese Ability. Naja, gut. Aber, denn ich habe nur noch 4. Aber ihr wollt ja ein bisschen Action Jackson sehen. Und deswegen würde ich sagen, wir versuchen uns mal an der Herausforderung. Warum wird hier denn eigentlich nicht... Ach da, Challenge Mode. Genau. Ganz toll. Challenge Mode ist der Shit. Okay. Guck ich mir vielleicht bei Gelegenheit gleich auch nochmal an. Jetzt für Easy kriegt man nur noch 13. Eben haben wir 48 bekommen. Ja, also fürs nochmalige Durchspielen kriegt man deutlich weniger. Wie das auch Sinn macht. Kriegt man gar nichts mehr? Nee, okay. Ja. Geben wir mal Gas. Wobei, nein, noch nicht. Ich will ja unsere Chancen so weit wie es geht erhöhen. Ne? Und Nahrung haben wir. Wobei, Nahrung haben wir eigentlich gar nicht so viel. Okay, wir probieren es einfach mal so. Dann habt ihr es zumindest mal gesehen. Feuer. Wenn ich das schaffen würde, würde ich 82 Jelly kriegen. Und das dauert. I want to see how these erectors respond under pressure. I will prepare the experiment. So, also sie wollen jetzt sehen, wie meine Kolonie unter Druck reagiert. Druck. Let's begin with a small threat. Connecting a Fusca colony now. I will let 10 through to start with. So, also er schickt mir jetzt 10 Ameisen hier rein, um mich mal so richtig abzufacken. Soweit die Theorie. Ich habe jetzt mal alle hier vorne versammelt, in der Hoffnung, dass sie... Also die kommen dann auch hier reinmarschiert und lassen sich halt quasi im Idealfall einer nach dem anderen niedermähen. Außer meine Einheiten sind gerade so doof, dass sie sich hier immer noch hier rumtrudeln und da oben meine Ameisen einzeln abgeschlachtet werden. Das ist nicht sonderlich effektiv. Kann ich nicht einfach hier, Leute. Geht doch mal nach oben, hm? Kommt dem Feind entgegen. Hat sich das erledigt? Ist schon gut? The Erectors identified the threat and responded very quickly. Oh. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica Fusca Ants. Das ist, der redet halt echt so, als würde ihm gerade direkt einer abgehen.
Ich hoffe, das ist niemand aus dem Entwicklerteam, sondern nur eingekaufte Kraft, sonst beleidige ich gerade den Entwickler. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Der redet halt wirklich so, als würde ihm gerade einer abgehen. So, neuer Angriffsziel. Zack, 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 zack. Es gibt später auch noch so cool, also so richtig coole Abilities. Ich meine, das ist ja jetzt noch alles so natürlich einigermaßen nachvollziehbar. Aber man kann zum Beispiel der Königin so eine Special Ability geben, dass sie, wenn sie angegriffen wird und unter 75% Health fällt, so eine Spezial-Sondergarde spawnt. Und ja, dann die poppen dann so auf und dann verteidigen die halt die Königin für 300 Sekunden. Das ist so echt. Our Raptors have neutralized the threat to their queen. Ja, ja. Good. Continue the experiment. Let me know the results. Genau, sie... Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. Die, weißt du, sie geht jetzt quasi weg, sagt ihm nicht mehr als 30 angreifende Ameisen. Und jetzt ist sie aber weg. Und er ist nämlich voll der Biatch-Master und schickt uns jetzt erstmal 40 Ameisen hier rein. Weil, ja, weil er voll der Arsch ist. Ich komme jetzt gleich hier angeschissen und dann wird das nämlich schon interessant. 40 E-Raptors gegen meine 50 durcheinandergewürfelten. Und, ja. Also man sieht hier, die Zahlen dürften dann auch gleich ein bisschen durch die Gegend tanzen. Und was halt auch so ein bisschen problematisch ist bei diesen Herausforderungen ist, man hatte keine Pause. Das heißt, diese Kokons, gerade die von den Angriffseinheiten, die müssen sich halt erstmal regenerieren. Ja, also wenn einmal einer geschlüpft ist, dauert ein kleinen Moment, bis ein neues Ei auftaucht, de facto. Hab das geschafft? Hey, hey. Ja gut, das waren halt nur so Schwache, die eben waren ein bisschen härter. So, ihr könnt zurück. Introducing a further 50 rival raptor ants. 50? Das ist halt schade, also von denen überhaupt keine Stats, nix hab. Würde mich mal interessieren, ob die jetzt stärker sind als meine oder schwächer oder Level 1, Level 2, Level 3. Schade, schade. Ah, da sind sie schon. Ihr dürft da helfen. Ihr müsst jetzt nicht hier so rumstehen und Löcher in die Luft starren. Ihr dürft da mit bei. Ich bin da gar nicht so. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen könnte, die hier oben hinzustellen, um sie direkt abzufangen. Ich habe aber die Befürchtung, dass dann einer durchgeht und mir direkt die Königin angreift und dann nur noch die 7 Arbeiter zur Verteidigung da sind. Fascinating. Ich probiere das einfach mal. Wie das ist, wenn die hier oben parken. Now let's try 60 Raptor Ants. Ja. Und so geht das jetzt quasi weiter. Es ist jetzt auch nicht sonderlich spannend irgendwie. Es ist einfach nur... Er schickt halt immer mehr Ameisen und später noch irgendwelches Gefiechs und... Ja. Und irgendwie fragt man sich von Welle zu Welle nur so, ja... Wäre eigentlich ganz cool, wenn diese Challenge dann jetzt mal vorbei wäre, aber irgendwie ist sie nie vorbei und irgendwann ist man tot. Also das ist meine Erfahrung bisher. Vielleicht, obala, vielleicht, ich meine, wir haben noch 700 Nahrung, vielleicht kriegen wir es hier irgendwie gewuppt. Würde mich sehr wundern. Aber, ja, ich zeige mich offen für alle Eventualitäten, auch für den Erfolgsfall. Aber ich ärgere mich halt immer noch, das ist, ja, ich hab... Ah. Ich hab echt Mist gebaut, ne? Seeds have been dropped into the Famicarium. Also, wo ist es, wo sind sie denn gedroppt worden? Das ist eine ganz fiese Geschichte. Jetzt droppt er mir Nahrung. Wow, ist ja echt viel, Junge. Hast du ja echt mal die Spendierhosen an. Jetzt droppt er hier Nahrung rein. Zieht aber gleich auch die nächste Attacke durch. What about? Genau. Jetzt kriegen meine armen Arbeiter hier oben schon auf die Fresse, weil die immer noch versuchen, zu dem Pheromon zu kommen. Aber ich muss ja die Nahrung reinholen, sonst nippel ich ja ab. Jetzt muss ich schon pauschal mit 3 Einheiten weniger unten kämpfen. Außer sie werden gleich nachgebrütet, das weiß ich gerade nicht.
So, ist hier irgendjemand? Ne, ist keiner nachgezogen, okay. Ach ja. So, im Kampfgeschehen ist es ein bisschen dröge. Oh, meine Arbeiter sterben wie die Fliegen. Was sage ich, Arbeiter, Soldaten? Werden aber auch direkt nachgespawnt. So, und jetzt seht ihr hier, diese Felder sind jetzt leer. Da müsste ich jetzt erstmal wieder so ein Ei quasi hintun und das muss jetzt mal wachsen. So. Der feine Herr. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. Alter, du hast echt soziale Probleme. Such dir mal eine Freundin. Was geht ab? Was ist in deinem Kopf los? Warum schickst du... Was? Mann, leben und leben lassen. Freak. So, und Ratatazang geht's los. Das könnte es schon gewesen sein. Denn 30 von jeder Sorte sind natürlich nicht wenig. Ich meine, wir haben nur 22 Kämpfer und 28 Arbeiter. Und wenn du mir allein mit 30 Kämpfern hier antanzt, plus 30 Arbeiter, dann bin ich schon outnumbered. Und jetzt ist halt die Frage, tanzen da gerade Level 1 Viecher an oder Level 2 oder Level 3? Also, wie ist die Proportion? 600, 500 und etwas weniger Nahrung noch. Aber alles in allem sieht es jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Man hat noch Hoffnung. Ein wenig. Fast gar nicht. Etwas. So, hier ist wieder alles leergezogen. Kein Wunder, es muss ja auch ordentlich nachproduziert werden. Jetzt kommt die Nachproduktion auch so ein bisschen in Stocken, wie man vielleicht sieht. Ja, also das dauert halt, wie gesagt, immer einen kleinen Moment. Habt das jetzt bald? Magnificent! Seeds have been dropped. Wo denn? Ja. Nein, sie werden noch. Sie dropping. Seeds are dropping right now, hätte der Wortlaut sein müssen. Aber gut, ich will nicht kleinlich sein. Holt den Scheiß. Wäre auch cool, wenn ich jetzt hier eine Anzeige hätte, von wegen, wann die nächsten Einheiten kommen, weil dann könnte ich die frühzeitig zurückpfeifen. Willst du mich veräppeln? Holt das Zeug? Blöde Ameise. Kommt dahin, findet nichts, geht wieder weg. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder. They handle a sustained flow of aggressors. Also er fragt sich gerade, wie meine Kolonie wohl damit zurechtkommt mit einem, durchgängigen, also einfach feuerfrei, jetzt einfach endless Viecher. What could possibly go wrong? Könnte man hier vorne mit Verteidigen kommen? Wir müssen nicht da unten rumspringen. Habe ich ein bisschen gepennt, ich gebe es zu. Nein. Seht ihr, was ich meine? So, was geht in seinem Hirn eigentlich ab? So, ich meine, die Tussi, die Wissenschaftlerin, die ist gegangen und hat gesagt, pass mal ob du niemals mehr als 30 gegnerische Ameisen. Und er, ach komm, hier, als Ameisen rein, Endless Stream und noch ein paar hier von diesen Cockroaches oder was auch immer sind. Ach komm, hier noch ein bisschen Salzsäure mit rein und noch ein bisschen, weiß ich nicht, Uran mit rein. Vielleicht mutieren sie jetzt zu was Coolem. Und ich spuck nochmal in die Ecke. Alter, was ein Arschloch. Oh, ich hab meinen Käfer fallen lassen. Hoffentlich tun sie den armen Ameisen nicht weh. Der hat ganz, ganz schwere psychische Probleme, der Typ. Ganz, ganz schwere. Ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, so weit bin ich das letzte Mal auch gekommen. Und jetzt glaubt nicht irgendwie, dass es am Ende irgendeinen Magic Trick gibt von wegen, ja, man ist es kurz vorm Überrennen und dann wird alles zurückgezogen. Nein, nein, man verliert. Also, man geht hier drauf. Das ist unumstößlich. Das ist jetzt nicht so irgendwie, dass die dann gleich hier stehen und dann sagt das Spiel, okay, jetzt ist auch dieser Continuous Flow irgendwie. That's enough for now. Jetzt hat das mal, wow, super. Aber
Und die sind echt mies. Die sind wirklich mies, diese großen Viecher. Noch 300 Food. Vielleicht komme ich auch jetzt durch. Man weiß es nicht. Also ich bin jetzt schon weiter als das letzte Mal. Glaube ich. Keine Ahnung. Es sieht auch eigentlich nicht kolossal schlecht aus. Noch 11 Kämpfer. Es wird einigermaßen gut reproduziert. 21 Arbeiter. 19. Ja. Noch 240 Food. Aber wenn es Food weg ist, dann ist halt Feierabend, ne? The Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Was macht ihr da? Achso. So, jetzt hat er gerade mitbekommen, ja, die Königin ist in Gefahr. Vielleicht sollte ich das Experiment unterbrechen, aber glaubt man nicht, dass er das tut. Ganz im Gegenteil. Alter, vor allem, die kommen halt immer näher. Ja, dann mach doch. Du Kackpfosten. 3 Arbeiter, 6 Kämpfer. Und jetzt kriegt's die Queen. Ja, hat Spaß gemacht. Also nicht, hat keinen Spaß gemacht. Weil irgendwann nervt es auch so ein bisschen. What is going on? What happened to the Queen? The ants were weak and confused. We should start again. Mm-hmm. A healthier colony. The ants were weak. Mm-hmm. The ants, die were weak. Ich habe ihnen Steinwaffen gegeben und habe sie mit Atomwaffen beschmissen. Sie haben es leider nicht geschafft, sich zu wehren. Die Ants. Ja, ja, so ist das, ja. Reload. Also, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht denken, dass das irgendwie so eine Trickkampagne ist, die einen dann irgendwie doch durchkommen lässt. Nein, man lädt jetzt wieder und jetzt ist man wieder hier und darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Also da, Early Access, da ist noch Luft nach oben. Also das ist, vielleicht bin ich auch ein Pienzchen. Aber ich bin der Meinung, das ist ein bisschen arg hart. Ne? Nach 2 Missionen, hier diese Challenge mit What the fuck is going on, irgendwie 1 Milliarde Viecher und ja. Aber wir können ja mal, komm, ich zeig euch noch New Home. Es ist jetzt knapp 1 Uhr. Da geht noch was. Auch auf Easy, Peasy mit Challenge an. Dann kriegen wir immer noch mal 58 Gelee. Nee, ich mach's auf easy, weil das ist mit diesen Viechern. Wobei das andere habe ich noch nicht im Challenge-Modus gespielt. Das mache ich auch mal. Da weiß ich nicht, was passiert. Wahrscheinlich auch diese komischen Grabekäfer. Völlig unemotionale Viecher. This for Mika Fuska, Black Ant Queen, has given birth to her first brood. Ah ja, und er labert immer. Also da dürft ihr euch nicht. Das ist, lässt sich nicht abschalten, scheinbar. A nearby colony of Formica sanguinea slave maker ants are on the lookout for would-be victims. These ants specialize in stealing larvae from neighboring nests and raising them as their own. If the black ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. Was? I do not have enough food. Wie wär's, wenn ihr mal sammelt? Ihr müsst eigentlich gar nicht jetzt so. So. Seht mal zu. Unfortunately, the Queen chose her colony's home poorly. This earth is infested with Grillatalpa Grillatalpa. Okay, ist das gleich wie bei der anderen. Schade. In length and with powerful forelegs, these beasts are masters of tunneling. The crickets have had their fill of roots for the day and are now on the hunt for protein-rich invertebrates. This Queen and her brood are in imminent danger. Ja, also quasi eine Maulwurf-Cricket-Grille kann sich in meinen Bau graben und wird das auch tun, diverse Male, und kommt dann einfach an irgendeiner lustigen Stelle raus und greift meine Einheiten an. Zu Anfangs nur eine und mit fortschreitendem Spiel dann halt auch mehrere und ja, auch so eine Kleinigkeit, die auf höherem Schwierigkeitsgrad semi-mäßig zu bewerkstelligen ist. Also das wird schon richtig hakelig dann irgendwann. Aber wir probieren's. Wir bleiben am Ball. So. Und da nochmal auf. Food Stores are full. Das heißt, ich kann wieder bauen. Da kann ich nicht graben. Aber hier. So, Food Stores alle, ja.
Food stores. Bitteschön. Was machst du denn da? Achso, da oben ist das Food-Ding. Klar, macht Sinn. Ich nehme alles zurück. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ja, sehr gut. Mach das mal größer. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Ja. Komm, mach hin. Bau das aus. Und dann baue ich da aus. Das ist immer so ein Umfallprinzip. Zack. So, dann wollen wir gleich auch mal irgendwie eine Spinne kitzeln gehen. Muss ich ja, sonst komme ich nicht an Nahrungsmittel ran. Gut, dann packen wir uns mal eine. Ne, wir machen hier unten auf. Das erscheint mir sinniger. Okay. Sigestria Florentina, a funnel web spider. She is large, fast and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is carpeted by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any ant that strays too close will be snapped away in the blink of an eye. Grandioso! Gut gemacht. The ants have overwhelmed one of the funnel web spiders. She won't be causing any more trouble for the colony. Her sisters, however, still present a problem. Da. A mole cricket is burrowing into the nest. The ants must mount a defense quickly, or their brood will be forfeit. A sanguineous scout has sensed the presence of the black ants. A raid. Oh, schön zeitgleich, ne? Assi. The question remains as to whether they will merely pillage a generation of young, or wipe out the colony entirely. In the end, it will come down to the tenacity. So, das sieht aber alles gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, wir spielen ja auch auf einfach. Das sollte noch hinzukriegen sein, auch mit der Herausforderung am Sack. Hast du bald? Das bisschen Spinne da. So, alles gut. Nächster. Nee, da nicht. Sehr gut. Was macht mein Nahrungsmitteldepot? Geht so. Und da noch. Brauchen wir einen neuen Trupp hier. Geht ja so nicht weiter. Brauchen wir jemanden, der arbeitet, während der Rest kämpft. Aber so langsam aber sicher müsste ich mal zusehen, dass ich mir eine schlagkräftige Truppe aufbaue, sonst ist hier gleich Anti-Achterbahn. Anti-Achterbahn, dann werde ich geachterbahnt. Das geht ja wohl gar nicht, Freunde. Dann müssen wir dem entgegentreten, entschieden. Was macht ihr denn hier? Ach, da liegt noch überall Zeug, das sammeln die auf. Ach so, ja gut, das soll mir recht sein. Im Prinzip wäre das mal kein Problem. Solange ich noch neue Nahrung bekomme. Zack, zack, zack. Und zack. Okay. Top. Ihr macht das schon. Ihr seid ja alle schon groß. Ja, könnt ihr bitte noch langsamer da unten reinlatschen? Immer nur einer pro Minute. Dann wird das Amphibie auch nicht satt. Oh, die kann sogar die Großen mitnehmen, das wusste ich gar nicht. Jetzt ist einfach so umgefallen. Next Raid. Wir haben einen Raid, liebe Leute. Ich freue mich schon drauf, wenn gleich ein Raid stattfindet. Zusammen mit so einem blöden Ameisenviech, also so einer Grille. Stores are full. Gut, das ist das Zeichen für mich, Sachen auszugeben. So.
Haben wir alle gesetzt? Ja, alle gesetzt. Da kommen sie. Packt sie euch. Da, jawohl. Sehr gut. Den auch. Ja. Alles schon erledigt. Alles schon erledigt. For now. So. Da wird geschlüpft fleißig. Ach ja, also es darf euch ein Viewer ist weg. Oh nein! Wie konntest du nur gehen? Was? Nein! Verdammte Axt! Nein! Multiple Locations? Wo ist die zweite Location? Oh, seid ihr fies. Jetzt habe ich doch gerade da unten angegriffen. Und dann kommt ihr da oben durchgeschissen. Das muss ja nun nicht sein, ne? Ja, aber auf einfach ist auch das machbar. Muss mal so. Sehr schön. Vielen Dank. Trupp 1 hierhin, Trupp 2 dahin. Dürfte mal ein bisschen aufräumen. Der Rest von euch pheromonverseuchten Säcken. Sorgt bitte weiterhin dafür, dass hier niemand reinkommt. Bitte, danke. Ich könnte ja mal eine Dingskammer bauen, eine Futterkammer. Dann dauert das nicht so lange. Bis sie das Zeug da unten hingeschleppt haben, das dauert ja ewig hier. Zack, 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 zack. So. Bisschen Ressourcen verschwendet. Dahin bitte. Fröhliches Graben. There are intruders in the nest. Mhm. Bitte. Meine Herren, starten Sie los. Oh, nächster Raid. Ah, ihr Schweine. Ihr wartet doch nur drauf, dass ich abgelenkt bin. Ah, das haben sie noch kaputt gekriegt. Kannst du mal sehen. Komm's gut. Müssen wir raiden. Erstmal den Raid schaffen. Sind sie schon da? Oh ja, sind schon da. There is no respite from the Cullen. The Sanguinia will subjugate or exterminate. Sehr gut. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe for now. Where yo? Predators are loose in the nest. Was? The larvae must be protected. Achso. Bitte einmal angehen, das liebe Spinnchen. Oh, scht. Das ist jetzt wieder nur einer. Wenn es genauso läuft wie eben, ist es jetzt wieder nur einer. Hm. Okay. Sehr schön. Das habt ihr auch hingekriegt. Perfekto. Arbeiter haben wir jetzt genug. Jetzt noch ein paar Krieger und dann sind wir ja auch schon wieder fertig. Ihr seid ja unersättlich. Was macht ihr da? Holt mal das Zeug da drüben. Macht euch mal nützlich.
Ich hole mich schon mal nach Hause. Von wegen Raid und so. Zack. Ach komm, kurz hier dabei. Jetzt 16 noch. Kannst du auch nicht mal hier reinbuddeln. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Kaputt. Oh, nächster Raid. Ich krieg ja nichts mehr mit hier. Bin so damit beschäftigt, die blöden Spinnen auszulöschen. 245 auf den hohen Conte. Kann man mal was mitbauen. Ein Raid. The Sanguinia Colony seeks once again to bolster its numbers. Viele. A battalion of slave makers charge into the nest. Ha. Battalion. Ein Bataillon. Sehr gut. Gut gemacht. Ihr seid meine Helden. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Ja, nicht genug Nahrung. Dann. Da. Haben wir noch irgendwo Nahrung rumfliegen? Eher weniger. Könnt ihr einfach mal hier so hingehen, da ist auch noch Nahrung. Als buddeln, als drauf. Als drauf. Als drauf. Wie weit die läuft. Ja, macht erstmal da oben das kaputt. Genau. Lasst euch abschlachten. Macht total Sinn. Haben sie sie kaputt? Oh ja, schon kaputt. Das ging schnell. Da! Der blöde Sprecher, der sagt nix. Der denkt, ich sehe das. Oh, scheiße, drei. Nochmal die Arbeiter. Ziehen wir mal zurück um die Königin. Dann kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. 5 Dinger noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ach super. Ja, ist ein bisschen schwach hier. So eine Ameise gegen so ein Riesenviech ist abseits jedes dieser Machbarkeitsstudie. Jawohl. Survive the final wave. Final countdown. Grandioso. Dann würde ich auch sagen, hier vorne die Fans an. Und dann sind wir hier gleich durch. Na, wobei, komm. Die können hier hingehen, können noch ein bisschen Sachen holen. Du Food Stores auf Full. Ja, dann brauche ich da noch ein bisschen was. Kann ich nix. Da liegt auch noch Nahrung. Schlimm. So, die Spannung ist nicht mehr auszuhalten. Leck mich fett. Ich fall vom Glauben ab. Da sind sie! The Sanguinia will subjugate or exterminate. Habt ihr sie alle gekriegt? Ja, es war's. Once again, the slave makers return to their nest with new black ant larvae to raise as their own. The raids will continue. Schön. But this Formica Fusca colony has proved its capacity to endure and grow. Yeah. Eventually, they will surpass their parasitic overseers, and the continued raids of the slave makers will reduce to nothing more than a mere inconvenience for the great. Black Ant Empire. Jawohl, ja. Und wir nehmen natürlich wieder extra Royal Jelly. Und enden den Level. Sehr gut. Dann können wir direkt wieder in die Genforschung investieren, sofern man das so nennen möchte. Komm. Habe ich ein bisschen mehr Nahrung gekriegt? Ach du. The Queen is exhibiting interesting new behaviors.
I believe the colony is beginning to adapt. So, holt mal die Nahrung rein. Und dann, ja, beginning to adapt können wir ihm geben. Die kostet 150, wir haben im Moment 82. Da müsste ich halt noch lang für sparen. Müsste ich noch oft diese blöden Level spielen. Ah, ich würde gerne hier ein bisschen rumdröseln. Okay. Okay, interessant, Meatball. Okay, also entweder die Angriffsgeschwindigkeit um 20% erhöhen oder aber die Verteidigung um 50%. Interessant, was kostet der Spaß? 50. Puh. Dann würde ich lieber, man kann nämlich hier unten die, die Dinger, Defensive, kann man da hochdrücken und, dann würde ich das nämlich einfach machen, die Defensive hier hochdrücken und da die dreimal bessere Angriffskraft. Das ist, weiß auch nicht, also irgendwie haben sie den Sachen gegenübergestellt, die ich persönlich nicht so wirklich verstehe. So, was ist das denn? Efficient Brute. Damit werden sie nicht verlangsamt. Das im Vergleich zu dreimal bessere Angriffskraft ist ja wohl klar, was ich da nehme. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hätte man natürlich auch der coolen. Das ist dieses Royal Guard. Bei unter 75% Gesundheit platzen plötzlich 14 Royal Guards. Sehr starke Ameisen neben der Queen raus. Interessant. So. Und dann würde ich sagen, auf der ewigen Jagd nach Jelly zeige ich euch, zeige ich mir, zeige ich irgendwem auch nochmal die erste Mission. Ich will ja gar nicht so sein. Die haben wir uns nämlich noch gar nicht angeguckt. Und ich werde es mal probieren. Ich werde mich mal übernehmen auf Medium mit Challenge Mode. Dann würden wir 61 Jelly bekommen. Wenn wir noch ein Special auf Jelly nehmen, sind wir bei 80 oder so. Wir probieren es mal. Was kriegt man denn eigentlich auf Insane? 70. Dann kriegst du gerade mal 9 mehr. Ey, das ist eigentlich ein Witz, ist das. Medium. Also los. So, schnell sein. This Formica Fusca Queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. She is fat. Hallo, das ist eine Dame. Du kannst doch nicht einfach einer Frau sagen, dass sie fett ist. Was ist das? Du Arsch. Sorry, aber das geht nicht. So. Vigilante müssen die sein. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Butchered. Plong. So. Da hat schon das erste Mal geplonkt. Unfortunately, the queen chose her colony's home poorly. Poorly. This earth is infested with Grillotalpa grillotalpa, the European mole cricket. Growing up to 45 millimeters in length and with powerful forelegs, these beasts are masters of tunneling. The crickets have had their fill of roots for the day and are now on the hunt for protein-rich invertebrates. This queen and her brood are in imminent danger of being devoured. Ja, ja, ich weiß. In unmittelbarer Gefahr, verdaut zu werden. So. Ja, ja, Foodstore ist auf Full. Du mich auch. Na komm, ich will mal nicht so sein. Die nächsten. Nächste Quelle anzapfen. Und dann muss ich langsam mal zusehen, dass ich hier ein paar Gegner kille. Denn die geben ja, Gott sei Dank, geben die Gegner in dem Moment auch
Hier oben ist der fieseste, also auch Nahrung, um den Satz mal zu beenden. Hier oben ist der fieseste Gegner des ganzen Levels. Und wenn man die alle anderen platt gemacht hat und gräbt sich dann hier rein und verliert an dem Gegner und man kann immer noch nicht speichern, dann ist das so ein bisschen sehr, 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 sehr frustrierend. Beim ersten Mal noch nicht, da ist es noch sehr überraschend und beim zweiten Mal dann sehr, sehr, sehr frustrierend. Gibt's nur eins? Einfach nicht verlieren. Ja, ja, ja. So, da hinten ist noch was. Das müsst ihr nochmal holen. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Backup zum Regenerieren. Habe ich nämlich jetzt nicht viel. Fällt mir gerade auf. Mit viel Glück grabe ich mich jetzt. Ich könnte jetzt warten, bis diese blöde Heuschrecke kommt. Das ist nämlich zeitgesteuert, glaube ich. Das hat nichts mit Glück oder so zu tun. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochifus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and they must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. If the ants had disturbed the adults of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Da ist er. Da kommt er. Attackwelle 1. A mole cricket is burrowing into the nest. The ants must mount a defense quickly, or their brood will be forfeit. The ants must defend themselves. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich frage mich jedes Mal aufs Neue, was ihr eigentlich macht. Warum noch so ein paar? Das sind wahrscheinlich diese Nestdinger. Sehr gut. Perfecto Mundo. Dann würde ich gleich sagen, machen wir hier noch nass. You don't understand. You are not here with me. I'm not here with you. You are here with me. So rum war's. Genuss dahin. There are intruders in the nest. Ja, ja. Macht's einfach tot. Was macht ihr denn da? Hier, nett in Gruppen aufteilen. Ihr müsst alle konzentriert angreifen, sonst wird das nämlich nichts. Arbeiter fast alle tot. Sehr gut. Das war mir entschieden so knapp, Freunde. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. So, gut gemacht. Puh. So. Nächster Angriff zu den zwei Gegnern da oben. Das sollte noch recht einfach zu machen sein. Da brauche ich mich gerade auch nicht weiter drum kümmern. There are intruders in the nest. Ja, ja. Das kriegt ihr hin. Seid ja schon groß. Na los. Sehr gut. Sehr gut, da liegt noch ein bisschen Nahrung. Ja, ja, ich weiß. Ja,
Ich weiß, ich kümmere mich doch schon drum. Dann könnt ihr eigentlich auch mal euch hier hingraben. Dann kommen wir nämlich da oben dran. An weitere Nahrungsmittel. Das ist okay. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Mole crickets are burrowing into the nest. Oh, scheiße. Defend in multiple locations at once. Ja, ich habe gerade schwer geschluckt. Oh, scheiße. Fuck. Mach die mal kaputt jetzt. Sehr gut. Und die nächste. Oh, Mann. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. Ich will ja nicht sagen, dass das knapp war. Eigentlich, ich glaube auch nicht, dass das knapp war, aber es hat mich jetzt völlig überrascht. Deswegen war ich gerade etwas, ich möchte nicht sagen angespannt, aber doch, angespannt. Das Gegenteil von entspannt, auf jeden Fall. So. Jo, nee, dann sehen wir zu, dass hier oben die Viecher abmurkst. Dass ich schön schnell wieder Nahrung krieg. Nein, nicht graben. Eins von denen geht 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schlecht in Mathe, 320. Wenn alles klappt. Herrgott, hör doch mal auf mit den Nachrichten. Die habe ich alle schon 5-mal gelesen. Wenn es reicht. Oh je, die armen Asseln. Haben niemandem was getan. Habt ihr als Kinder auch immer Asseln zertreten? Ich ja nicht. Also doch, bestimmt auch. Fliegen habe ich gerne tot gemacht. Die haben mich auch genervt. Die waren so nervig. So bei langen Autofahrten fahrt eine Fliege im Auto. Und wenn man gerade eingeschlafen ist, ist er einem ins Auge geflogen. Furchtbar. Was denn? Ja, ich weiß, Pheromone und so. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. So, und ich weiß immer noch nicht so genau, ob es sinnvoller ist, die wenigen, weil man hat nur begrenzte Ressourcen, definitiv, die wenigen Ressourcen, die man hat, dafür zu benutzen, aufzurüsten, die Einheiten, die man hat, also Level 2, Level 3, oder aber, ja, dafür zu sorgen, dass man möglichst viele hat. Das kann ich absolut nicht sagen. Kann ich nicht einschätzen. There are intruders in the nest. Ja, ja. Piech auf Kiek. Kriegen wir hin. Würde mich wundern, wenn das jetzt schief geht. Sehr gut. Om nom nom. Klaut das Zeug. Kann ich auch einmal direkt nach hier oben durchgraben. Mole Cricket is burrowing into the nest. Wo denn? The ants must mount a defense quickly. Da. Their brood will be forfeit. Ist auch nur eine diesmal, ne? Ja, sieht so aus. Oh, die kann man auch schnell dafür. Das bald. Das bisschen. Jawohl. Mhm.
Sehr schön macht ihr das, ihr kleinen Schlampampen. Jetzt wird noch schön das ganze Ungeviecher, Ungeziefer geerntet. Und dann gibt es noch mehr Ameisen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich die Weltherrschaft aneignen. Wahrscheinlich. Oder shoppen gehen. Das überlege ich mir noch. Eins von beidem. So, habt ihr alle weggegrast hier oben? Jawohl, ja. Dann könnt ihr nämlich auch wieder ein bisschen ruhiger agieren. So, das nächste Feld, was wir angreifen, werden die hier sein. Diese fünf. Denn das sind weniger als diese 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, okay. Dann, ich glaube, ich habe keinen Bock drauf zu warten, dass die Crickets kommen. Wir sammeln uns hier oben. Dann warte ich mal, bis ein paar Leute da sind. Und dann gebe ich den Grabeauftrag. Je später es wird, desto fieser ist es. Je später die Mission vorher heranschreitet, desto mehr Crickets kommen nämlich auch auf einmal. Das sieht ganz gut aus für einen Angriff. Und wenn man gerade hier so ein Fass aufmacht mit irgendwie 20 Einheiten oder so und es kommen nochmal so 4 Crickets dabei, dann ist das immer so ein bisschen unentspannt. Dann kann man auch mal so eine Mission verlieren. Alles schon passiert. Und dann ist man auch gefrustet. Nachvollziehbarerweise, wie ich vermute. So. Und der letzte. Sehr gut. Könnt ihr jetzt nach Hause kommen? C9. Dann als nächstes hier. Dann könnt ihr euch eigentlich direkt hier wieder sammeln. Und dann einen Gegner kann man umgraben. Genau, jetzt können wir erstmal hier auch hier oben lang. Da die Sachen holen. Genau, den kann man, glaube ich, umgraben. Da kann man hier so direkt dran. Mal gucken. So, und ihr könnt euch wahrscheinlich grob vorstellen, was jetzt los wäre, wenn jetzt hier unten noch irgendwie so eine Cricket vom... Fuck! Nein! Ich will nicht verlieren! Och, Kacke, du blödes Spiel! Nee, geht mal lieber Defense an, Junge, Vater. Braucht keine Nahrung schleppen gerade. Ah, die lassen es doch echt fallen. Das ist schon intelligent, ne, in dem Moment. Schön. Ja, doch, das klappt noch. Das klappt noch. Da war noch eine. Oh, Glück gehabt. Die habe ich gar nicht gesehen. Puh. Sehr schön. Situation 1a geklärt. Meine Damen und Herren, ich bin stolz auf euch. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann jetzt wieder von vorne anfangen. Aber es ist und bleibt eben nur Medium. Es ist noch nicht so schwierig. Machen wir hier mal eine Food Chamber. Dann brauchen die nicht so lange latschen. Boop. Kann man jemanden zwischengraben. Sehr schön. Was haben wir hier? 9. Das ist das eine starke dabei. Da mag ich jetzt nicht hin. Das sind 10. Ja, dann als nächstes die 9. Oder die starke da. Das überlege ich mir noch. Bringt erstmal den Quatsch nach Hause. Genau. Ich hole mir die nächsten 3 starken Einheiten. Lecker. Look at this. It's so tasty. Kellerasseln. Habt ihr früher auch immer Kellerasseln gegessen? Kann man ja immer machen, so als Vierjähriger. Hallo, so ein lecker Kellerassel. Da gibt's nix. Schön mit Ketchup. Geilomat. Okay. Alle bereit? Ready to ride? Machen wir nochmal 3 dabei.
Fast 27 Attacker, ey. Das ist eigentlich ganz gut. So, dann mal bitte hier oben sammeln. Alle Mann. Und dann auf geht's. Möchte bitte irgendjemand... Ihr wisst schon, graben und so. Das macht ihr doch gerne. Auf. Na los jetzt. Ich beiß auch nicht. So, lass mich dieses komische Spritzeviech. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle. And it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant and protected by thick plates of external armor. Mm-hmm. As it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions okay, from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. Oh, warum kündigst du nicht mehr an? This coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Kam da eine Warnung? Nee, ne? Schweinepriester. So, der nächste Angriff ist wieder dick. Wieder aufpassen. Sieht zu, dass ihr das Vieh schlachtet. So, und dann, wie angekündigt, mal versuchen, hier vorbeizugraben. Das heißt versuchen, ich weiß, dass es klappt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich überlege gerade, was ich mehr Bock habe. Arbeiter? Oder noch mehr Warriors? Social Justice Warriors. Das hat ja gut geklappt. Ich hätte schwören können, man kann da vorbeigraben. Scheißen Drag. Na gut. Würde auch so gehen. Dann habe ich die 10 wenigstens weg. Oh, ihr seid ganz schön einzeln. Ihr seid ganz schön einzeln. Ah, doch, es geht. Das schaffen wir. Ihr schafft das. Wir schaffen das. Ich glaube ganz fest an euch. Jawohl, sehr schön. Mal ein bisschen an der Masse arbeiten. Masse ist das klasse. Genau, da sind noch ein paar Einheiten, die könnt ihr mal frühstücken tun. Und ihr kommt mal wieder zurück. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass gleich wieder irgendwo die Decke auf den Kopf fällt. Ich kenne noch mein Glück. Die kommen aber auch immer nur in der Nähe von der blöden Königin. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie mal hier oben einsteigen, so da. Nee, immer nur hier. Bitches. Ich schleppe das Zeug in die Kammer, ich muss hier ausbauen. The food stores are full. Jetzt nicht mehr. Mole crickets are burrowing into the nest. Wo? The ants must defend oh, direkt am Start. Wollt mich doch verarschen. Wo sind die? Das müssten eigentlich jetzt vier sein. Eins. Ach, da kamen gleich zwei. Na dann. Na dann. Leute, auf. Das muss schneller gehen. Da ist noch was. Ach. Alter, drei an einer Stelle, das ist natürlich auch richtig mies, ne? 15 schon verloren. Jawoll. Jawoll. Könnt ihr jetzt wieder schlachten. Da gibt's lecker, lecker Happa Happa. Sehr schön. Großartigst, wenn ich das so sagen darf. Bin ein bisschen stolz. Was liegt hier noch rum? 5 Einheiten. Ja komm, die machen den Bock jetzt nicht fett. Die lasse ich liegen. Als nächstes geht's hier hoch. Wenn ihr euch alle berappelt habt, das sieht eigentlich ganz gut aus. 1, 2, 3, 4. In umgekehrter Reihenfolge.
128 auf der hohen Kante. Letzter Angriff von diesen komischen Crickets gerade rum. Und der nächste Cricket-Angriff dürfte auch wieder ein einzelner sein. Wenn das System so funktioniert. So, seid ihr alle da? Wollt ihr Party? Auf, es muss schneller gehen. Zack, und rein da. The larvae must be protected. Ab in den Sturm. Das ist nicht gut. So, teilweise habe ich das Gefühl, die können nebeneinander stehen, teilweise auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip sich das da... Nach welchem Prinzip sich das da aufdöselt. So, habt das bald. Jawoll. Wie ein junger Boss. Großartig. Danke für die Mitarbeit. Auf Wiedersehen. Mein linker Arm schläft ein. Das finde ich so gar nicht fein. Es ist ja auch schon spät. Da darf so ein linker Arm ruhig mal einschlafen. So. Trag das alles mal zurück. Und dann machen wir uns bereit für den finalen Angriff. Ah, da sind sie schon wieder. Da ist sie schon wieder, Filet, ja? Ja, danke für den Hinweis. Ich hätte es auch mitbekommen. Ja. Da mache ich mir jetzt eigentlich weniger Gedanken bei einem Einzeltier. So, und dann aber auch hier oben sammeln. Machen wir dem Spiel ein Ende. Oh, da sind auch noch welche. Dann gehen wir doch lieber nach da. Das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Was soll schon schief gehen? Da sind sie. Ja, mach ich doch glatt. Es ist Donnerstagnacht. Franny, es ist Donnerstagnacht. The colony is starving. Oh, das ist nicht gut. Das sollte nie passieren. Und deswegen dürft ihr das jetzt auch alles da hinlegen. Und ich werde keine neuen Einheiten mehr bauen. Das muss jetzt immer ohne gehen. Immerhin haben wir einen letzten Angriff zu bewältigen. Ich bin überlegen, ob ich den noch mache oder ob ich noch auf den nächsten Heuschreckenangriff warte. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich warte noch ab. Sorry, das ist mir zu blöd. Das ist wieder so ein typisches beim letzten Gegner gescheitert. Das hatte ich jetzt schon zweimal. Nein. Wir warten noch. Alle Mann zurück. Die laufen uns ja nicht weg. Die haben sich ja aus welchen Gründen auch immer da oben in irgendein Loch verbuddelt. Von daher passt das schon. Geben der Königin mal ein bisschen mehr Raum. Können noch mal ein bisschen buddeln drumherum. Wunderschön. Könnt euch da sammeln. Da sind sie. Ha, ich wusste es. Als hätte ich es gerochen. Mole crickets are burrowing into the nest. The ants must defend. Und was wäre ich jetzt auf die Schnauze gefallen, wenn ich da oben am Eiern rum gewesen wäre? Dann wären die nämlich schön gefressen worden. In diesem Sinne, alles richtig gemacht. Da unten ist auch noch eine. Das sollte aber kein Problem sein. Ach, komm mal nach Hause. Da ist schon die erste gefallen, da ist auch schon die erste ver... Ach, das ist ja wunderbar. Oh, da kommt noch eine. Blahop. Ein aggressiver kleiner Haufen, den wir da haben. Hallo Zuschauer Nummer 3, willkommen in den Unweiten. Okay, super. Kommt du noch? Jawohl. Und dann würde ich sagen, das war's fürs Erste. Komm mal hin. Wir gehen jetzt wieder hier hoch.
Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir dieses komische Intermezzo hier dann jetzt auch mal beenden können. Die, ja, der Foodstore ist auch voll, ich weiß, der Foodlogger ist wieder ausverkauft. Hier hast du noch ein paar, noch ein bisschen Platz. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Drei Kämpfer, die zu Hause bleiben. Aber ich hatte ja keine Zeit. So, kann ich die direkt aufrüsten? Nein. Weil das Nest nicht zählt. Okay, ihr seid alle hier. Dann have fun. There are intruders in the nest. Naja. Die mit ihrer Pipi-Drüse da als am rumpuschern. Okay. Okay, 40 von 52. Arbeiter so gut wie, naja, halb. Ja, wobei, es regeneriert sich gerade. Aber die Nahrung, ne? Die ist so am am runtergehen. So, die kleinen Viecher sind alle kaputt, aber diese riesen Mistgeburten, die halten halt ewig viel. Was macht ihr denn hier? Habt ihr nicht einen Kampfauftrag? Ich meine, ich frag nur. Okay, einer ist kaputt. Wunderbar, kommen die nächsten noch und dann... Sehr schön. Oh Mann, ey. Dieses Spiel. Yeah. Der Typ spricht im Original bestimmt Kriegsdokus ein. Amerikanische Kriegsdokus. Könnte ich wetten. So, wir nehmen natürlich extra Jelly. Plus 20, sehr gut. Und beenden den Level. Haben wir eine schöne Score gekriegt. 21.000. Ja. Lass ich gelten. Und dann werde ich nämlich jetzt nochmal... dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Oh, sie wieder. The Queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Deine Mutter adaptiert sich. Dann machen wir es nämlich folgendermaßen. Ich werde nochmal Nahrung jetzt ranschleppen lassen von den lieben Kollegen. Werde unten nochmal umgestalten, weil ich jetzt wieder ein bisschen was hab an Ressourcen. Und dann mache ich nochmal so ein, hier dieses, das da. Und wir gucken mal, wie das ausgeht. Und danach mache ich auch Schluss. Aber das ist ja noch ein bisschen hin, von daher gucken wir erstmal, wie das jetzt läuft. Ne? So, bop, bop, bop. Das dürfte dem doch... Na, nicht da. Das dürfte dem doch genüge tun. Zugegen kommen. Ich glaube, so die letzte Reihe brauche ich nicht. Muss ich gleich mal testen. So, dann kommt das hier unten weg. Komm her. Wupp. Okay. 2000 Nahrung haben wir fast. Dann können wir mal wieder ein bisschen hier oben bauen. Jetzt noch drei Stück. Wo platziere ich die denn am sinnvollsten? Ah, hier oben. Ist gut. So, jetzt ist schon eine. Okay, wie viel Jelly haben wir denn? 93. Dann müssen wir auch noch eine coole Ability irgendwie vergeben. Sonst hätte sich das ja überhaupt nicht gelohnt. Und dann wäre ich traurig. Und hallo, das will ja wohl niemand. So. Wump. Dann können sie den Weg schneller machen, wie peinlich. So. Noch 600. Ich hoffe, da draußen liegt noch was. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt nochmal zu spielen. Was macht ihr denn da? Seid ihr besoffen? Holt das Zeug rein, Leute. So. Gut. Das sieht schon ein bisschen sinnvoller aus, was ihr da tut. Okay. 700. Steigend. Da.
Und da. Irgendwie hier unten ist das Konzept besser aufgegangen, habe ich so das Gefühl. Aber ja gut, hier fehlt halt die Wand. Ne? Also die Wand gibt auch immer noch einen Pluspunkt. Hier sieht man es, da ist kein Plus 1. Naja. Muss auch so gehen. Na, wobei es eigentlich ist es ganz okay, denke ich. Okay, die restlichen gehen nicht. Da fehlt es an Feldern. Kann ich das auch mit so einem Futterding triggern? Oder muss da unbedingt ein Einheitenfeld hin? Nee. Scheiße, das nicht funktioniert. Na gut, dann halt nicht. Kein Problem. Einheitenmaximum ist erreicht. Dann, wofür geben wir das Jelly aus? Gelee. Wir könnten entweder der Queen eine coole Fähigkeit geben, oder aber den Einheiten Self-Repair. Selbsterhaltungstrieb. Wenn man unter 40% fällt, zieht man sich zurück für 0,5 Sekunden. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das müsste ich in Action sehen, um es zu verstehen. Genommener physischer Schaden um 50% vermindern. Ich denke, das nehmen wir auf jeden Fall. Oder Attack Speed um 20%. Nee, also nehmen wir auf jeden Fall das. 50% weniger Schaden ist schon ziemlich geil. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Das kann ich mir, glaube ich, auch alles nicht mehr leisten. Ist aber kein Problem. Dann ist die Queen halt nicht aufgerüstet. Dafür sind meine Einheiten richtig fett. So, warten wir noch kurz, bis die ganze Nahrung draußen weg ist. Och, Leute. Immer das Gleiche mit euch. Da ist noch Zeug. Ah, jetzt mal ein Fast-Forward-Button, ne? Das wär's. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, was diese schneller laufen Teils für einen Sinn haben, außer dass sie Geld kosten. Und auch aufgerüstet werden können. Ich sage, So. Wie sieht's aus? Das Zeug muss ins Lager, Leute. Meine Lagerleute. Hat sie dran gerochen, ist gegangen? Arschloch-Ameise. Das ist Karl. Karl, die Ameise, hat keine Lust auf gar nichts und tut die ganze Zeit nur so, als ob. Karl ist ein richtig ausgebufftes Kerlchen. Niemand mag Karl. So. Dann könnt ihr mal hier runtergehen, weil ihr sonst die restlichen Dinger nicht findet. Ich kenne euch doch. Der große Angriff steht bevor. Wird es diesmal klappen? Oder werden wir kläglich scheitern? Man weiß es nicht, aber die Nahrungsmittelvorräte sind gleich voll. Eure Nahrungsmittelvorräte wachsen, Sire. Okay, das sieht gut aus. Dann Spice an. Jawohl, ja. Und dann zeig mal, was du kannst, du Lappen mit deinem komischen Scheiß-Experiment-Gedönse. Perverser Typ. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these erectors respond under pressure. I will prepare the experiment. Ich schau mir gleich an, wie du unter Pressure reactest, du blöde Kuh. Krummel. Ich bin überlegen, ob man es Sinn macht, diesen Flur hier vorne breiter zu machen oder ob das eher mich anfälliger macht. Ich kann das echt nicht einschätzen. Nee, ich glaube, ich lasse es so, wie es ist. Das passt schon. So, meine Mörderarbeiter, die ja irgendwie auch aufgetuned sind. Zwei Verluste schon. Das ging fix.
So. Stufe 1. The Eraptors identified the threat and responded very quickly. Doch. Let's see how they handle a few more. Ich hab Durst. Introducing 20 formical Fusca. Nichts zu trinken mehr hier. 20. Introducing 20. Der Typ hält sich doch ein Taschentuch vor den Schritt. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der geht da voll drauf ab. Wie heißt das? Ist das schon hier Zoophilie oder sowas? Oder gilt das bei Ameisen nicht? Fällt das lustige Wort nicht ein. South Park hat es mir beigebracht. Mist. Egal. Auf jeden Fall geht er voll drauf ab. Oh. Genau, und jetzt geht sie. Understood. Was ein Arschloch. Er sagt noch, ich habe verstanden. Und dann macht er so, Introducing 40 rival raptor ants. Arschkrampe. Naja. Also, da kommen die 40 Raptor-Ameisen. Das waren, glaube ich, die etwas schwächeren. Genau, das waren die kleinen. Das geht schon. Ich würde ja irgendwie gern... Ich habe ja schon Bock, irgendwie nochmal was zu buddeln. Aber ich irgendwie... Was ich vermisse, wirklich, bislang... Vielleicht kommt das ja hier noch, weil dieses Menü ist noch nicht da. Ich vermisse halt ein Tool, womit man Gänge wieder zuschütten kann. Ich meine, wenn man wirklich nur bedingt Territory hat und hat sich einmal vergraben... Dann ist halt blöd. dann ist wie es ist. Dann ist doof. Introducing a further 50 rival raptor ants. Ja, mach du mal. Ich beschäftige mich so lange mit, weiß ich nicht, Nuklearphysik oder so. Ich grab noch ein paar. Will ich noch Gänge graben? Ich überleg mal. So ein Räumchen. Auf der anderen Seite auch noch. Mit zwei nur. So, klappt das bei euch, oder? Joa, das läuft. Kommt noch keine Verluste. Oder sie werden sofort ausgeglichen. Soll mir recht sein. Schön. Das System funktioniert. System works. Fascinating. Der klingt so richtig enttäuscht. So, ihr lebt ja immer noch. Ihr Ärsche. Lungenflügel. Hübsch, wa? Was ein gestörter Typ. Schick sie mir doch. Schick sie mir alle. Ich mach euch fertig. What's up, Junge? Wenn ich das Mutti erzähle, ne? Die packt dich. Wo geht ihr denn alle hin? Warum geht ihr immer weg? Was ein Gemetzel. What a carnage. Die Armen. Warum kann ich eigentlich keine Ameisen klauen und die zu meinen Ameisen machen? Das ist eigentlich eine richtig coole Taktik von diesem anderen Ameisenstamm. Wenn ich ein DLC für das Spiel später schreiben müsste, würde, dürfte, ich würde das eine separate Kampagne machen, wo man steuern, wo man diese Ameisen... Was war denn das? A superb response. Wo man diese Ameisen, diese Klauameisen spielt und muss immer andere Hives infiltrieren. Ich brauche deine Seeds nicht, deine hässlichen. Du Arschkrampe. Ich habe noch 2000 Nahrung da unten. Ich komme klar. Danke für deine Nachfrage. Sieh zu, dass du mir deine komischen anderen Schwachmaten hier runterjagst. Ich habe gegrindet, Junge. Ich bin auf einem hohen Level. Du bist jetzt quasi... What about a combination of a raptor and a Fusca? Let's start with 20 of each. Du bist quasi vom Endboss zum Mittelboss degradiert worden. Weil ich so überskillig bin. So oder so ähnlich. So, warum lauft ihr weg? Jetzt geht wieder da oben hin, ihr werdet gebraucht. Immer das Gleiche. Oh je, wie sieht's aus? Zwei Arbeiter verloren bisher. Boah, ist ja schon spät. 2 Uhr. Das ist ja furchtbar. Wer macht denn sowas? Hallo, Zuschauer Nummer 4. Willkommen in der Welt der Ameisen.
An unconventional defense, yet highly effective. Ja, natürlich, hallo? So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus, Freunde? Was schickt denn jetzt? Ich glaube, kommt jetzt diese Endloswelle? Interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. Ja, 30 von jeder Sorte. Man darf gespannt sein. Aber auch das hat ja eben schon geklappt. Das hat ja eben schon mit den nicht geskillten Ameisen geklappt. Also, warum soll das jetzt bitte nicht gehen? Das würde mich doch sehr wundern, wenn das jetzt in die Hose geht. Hier war ja schon alles High Level, High Noon. Hier oben ist sogar deutlich effektiver als hier. Also hier habe ich die Bauform quasi nicht zu 100% ausgereizt wieder. Das war's schon? Ja, fix. Ach nee, was? Was? Hä? Magnificent. Okay. Wiedersehen, Zuschauer Nummer 4. So. Ja? Ja, Seeds brauche ich nicht. Kannst du echt behalten. Ich habe noch hier... Es ist quasi so, als hätte ich nie was verloren. Also los. Next one. Was machst denn du da? Ist das eine von meinen? Was machst denn du da? Was? Nein, um Gottes Willen, Scheiß. Bleibt unten. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained... Kommt wieder rein. Oh nein, jetzt habe ich Mist gebaut. Blöd. Nein, jetzt lauf doch nicht weg. Es wird immer schlimmer. Ich verkack's immer mehr. Oh, die Arme. Oh Gott. Warum greifen die sich eigentlich nicht gegenseitig an? Das ist so ein Bug. Das ist so ein Bug. Da sitzt eine Ameise und macht einfach gar nichts. Sie guckt nur raus. Hat einen schönen Tag. Finde ich gut. Hoffentlich ist das eine vom Gegner und nicht eine von meinen. Oh, da ist ein Arbeiter. Eine Kriegseinheit nachgekommen. Ja, Food Stores are full. Was soll ich denn machen? Kann ich den noch hochtunen irgendwie? Nee, kann ich nicht. Ich will jetzt auch keinen neuen bauen. Lass mich in Ruhe mit deinem Food Store. Dem Footlocker Store. Let's make things a little more interesting, was denn? Enter the Devil's Coach Horse. Gott, Alter. Lass dich behandeln. Geh in Behandlung. Das ist so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du behindertes Stück, Alter. 8 von diesen Mistviechern. Ich habe eben mit Mühe 4 oder 5 geschafft. Alter Falter. Nee, läuft. Aber läuft. Zwar nur im Kreis, doch ich mach Strecke. I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Was ein... Voll der Sadismus-Typ. Ich hab die Hoffnung, wenn man das wirklich schafft, diese Herausforderung, dass die das mitkriegt, die coole Professorin, dass sie einfach vorbeigesnackt kommt und sagt, pass mal auf, Alter, du bist jetzt sowas von entlassen. Wir haben keinen Bock mehr auf ihren scheiß Timothy. Sie werden gefeuert. Und ihre Stelle wird von einem Schimpansen, übernommen. Ihr braucht keine Nahrung tragen, ihr Nassköpfe. Seht zu, dass ihr kämpft. Okay. Dieses Verwirrtsein ist schon irgendwie cool. Du Penner. Okay, da ist der erste dicke Beetle schon am Boden. Ich würde echt... Wahnsinn, ich schaff das erste Mal. Ich werd bekloppt, ey. Ist ja auch erst der... Dritter Anlauf. Also der zweite, den ihr seht. Ne, das ist nicht der dritte, das ist der vierte. Das ist der zweite Versuch, den ihr seht. Und insgesamt mein vierter. Was macht ihr hier? Sonnenbaden? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Oder was? Wenn er kommt, dann rauchen wir. Was? Jawohl. Hier da oben ist noch so ein fettes Viech. So. Bam, Junge. How has the colony been responding? They mounted an excellent defense against 20, 25 and even 30 Fusca ants, as you suggested. Perfect. Perhaps we can provide more of a challenge for them next time. What a fantastic suggestion. Ich mag ihn nicht. Ich möchte ihn irgendwo an die Wand stellen und ganz oft und auf ihn einschlagen. So, ich will natürlich extra Jelly, weil ich mir irgendeine geile Scheiße für meine Ameisen suchen will.
Weil Nahrung und Raum brauche ich nicht. Ich bin effizient. Ich brauche nicht irgendwie da durch die Gegend graben. Continue. Ja, super sexy. Geil. Dann seht mal zu, dass ihr das... Ah, jetzt braucht ihr gar nicht Haarwesten, weil ihr habt ja noch... Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. Oh, doppelt so viele Leute. Cool. Kann ich jetzt holen. Werde ich dann auch tun, aber nicht mehr diese Aufnahme. Es ist 2 Uhr nachts und ich werde müde und meine Augen tun weh. Ich bin ja auch schon alt. Und so weiter und so fort. An die magischen 3 da draußen. Schön, dass er mit dabei war. Ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass überhaupt jemand zuguckt, aber Hallöchen, hallo. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich schalte jetzt ab und wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht. Fliegt nicht zu weit und nicht zu kurz. Und ja, bis dann. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Haut rein, macht das gut. Tschüssen.